Ja, also wir bauen einfach ein neues Team und wir nennen das einfach anders und dann geht das gut, wenn das wächst dort. Sind, dann gehen wir dahin und machen damit und helfen und so weiter und so fort. Und natürlich brauchen wir die Patches, wir reparieren, was die Entwickler da alles scheiße bauen, bringen wir alles in Ordnung. Ja, und das war ja auch soweit ganz gut. So, und dann im Laufe der Zeit hat sich das immer so differenziert, sodass die Bugspot in mehrere Teilteams unterteilt wurde. Wir haben einmal das Tracker-Team, das sich hier um den ganzen Tracker gekümmert hat. Dann das Coding-Team, das den Code repariert hat. Dann hatten wir das Testing-Team, das geguckt hat, ob diese Reparaturen auch funktionieren. Na, und dann haben wir ein Automated-Testing-Team gebaut, das die Aufgabe hatte, eben Unit-Tests zu machen und dafür zu sorgen, dass wir diese Sachen endlich automatisch testen können, dass wir es nicht mehr händisch machen müssen. Da habe ich tatsächlich diese 5 Jahre gebraucht, diese Unit-Tests überhaupt bei uns reinzukriegen. So, und dann gab es eben das Migration and Upgrade Team, die waren eben dafür zuständig, dass wir diese Probleme, die wir selber bei den Updates haben, nicht hatten. Die haben sich nur darum gekümmert. So, wie gut das geklappt hat, wissen wir ja auch. Ja? So, und dann vergeht die Zeit, das hat auch soweit auch ganz gut funktioniert. Es wurde hier ein bisschen umgestaltet, da umgestaltet und hier Schwerpunkt gelegt und da haben wir weggenommen. Und dann kam irgendwann das Volunteers-Portal. Und das hat dazu gesorgt, dass die Untergruppen, die wir hatten, teilweise gleichberechtigte, also im Volunteers-Portal, ist gleichberechtigt hochgestuft worden. Ne, die wurden auf gleiche Level gezeigt, nicht als Untergruppe, sondern als eigenständige, wie Automated Testing zum Beispiel. Das war ursprünglich war das mit System Testing und die Unit Testing Gruppe und die wurden dann wieder zusammengelegt zu Automated Testing. Ne, und das alles auf derselben Ebene wie die Bugsport. Das heißt, das liegt jetzt nicht mehr in unserer Hoheit. Obwohl es für uns ein sehr wichtiges Arbeitsmittel ist. Ja, weil Automated Testing ist eigentlich das zentrale Tool für uns. Aber das ist ein anderes Team, das sich darum kümmert. Wir arbeiten eng zusammen, damit das auch gut funktioniert. Aber das ist halt der Fakt, wie es passiert ist. Ja, und wir haben jetzt spezielle Release-Teams, die sich immer um das jeweilige Release kümmern und dafür zu sorgen haben, dass das alles glatt geht. Also auch alles nicht mehr Bugsport-Aufgaben. So, was bleibt denn für die Bugsport? Was machen wir denn heute eigentlich? Habt ihr eine Idee? Was glaubst du, was die Bugsport macht? Ja. Ja, und wir waren schon überlegen, ob wir das in Pizza Bier fangen. Nein. Bier. Ja, genau. Nein, wir haben definiert, das ist unsere Aufgabe. Weil als wir jetzt die Transition gemacht haben in die neue Struktur, wurden alle Teamleader aufgefordert, für ihr Team so ein Mission Statement zu machen. So Purpose, Function und Roles zu definieren. Also wofür ist dein Team eigentlich da? Was ist die Aufgabe von deinem Team? Was ist deine Existenzberechtigung? Und ich habe das in dem Satz zusammengefasst. Unsere Aufgabe ist es, die Fehler in Joomla zu reduzieren. Ja? Das heißt nicht, dass wir es selber machen. Wir müssen dafür sorgen, dass es weniger werden. Das ist die Aufgabe. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und das nicht nur für das CMS, sondern für alle Unterprojekte. Das heißt, genau für das Framework, für Weblinks, für, weiß nicht, was es gibt, Pythagoras, also Joomla X, und weiter, das gehört alles damit rein. So, das machen wir folgendermaßen. Als erstes werden die vorhandenen Ressourcen gescannt, also durchgelesen, verfolgt. Ja, zum Beispiel Foren, Mailinglisten, Social Media, Stack Overflow und was es so heißt. Es gibt ja viele Ecken, an denen so mehr diskutiert wird. Da müssen wir überall ständig ein Ohr auf der Schiene haben. Das ist unsere Aufgabe. Und dort Dinge finden, die vielleicht sich anhören, das könnte ein Fehler sein. Ne? Meistens ist der Fehler ja vor der Tastatur, aber nicht immer.
Manchmal kann es ja tatsächlich ein Fehler in Joomla sein. Und wenn wir das für einen solchen halten, wie sorgen wir denn dafür, dass der, der dieses Problem hat, an den Tracker geht und das auch eingibt? Und dabei helfen wir natürlich. Sind wir nicht alles Englischen mächtig? Na, wenn der das nicht hinkriegt, machen wir das für ihn. Aber der soll das machen. Wir wollen die Leute in die Community reinhaben, die sollen aktiv werden. Wenn wir den alles aus der Hand nehmen und uns dann selber darum kümmern und dann womöglich noch vergessen, wieder Bescheid zu sagen, erledigt, ist das keine gute Erfahrung, die Leute machen mit uns. Ja? Also wir führen sie ran, dieses selber zu tun. Soweit wie sie das können. Und nur wenn die das nicht können, machen wir das. Ja? Und wenn das dann, wenn dieses Tracker-Item existiert, wird im ursprünglichen Kanal gesagt, so, pass auf, wir brauchen das gar nicht hier weiter diskutieren, da ist es ein Tracker, da geht es weiter. Damit das alles zentral bleibt, was dazu gesagt wird. Das ist eine unserer Aufgaben. So, dann müssen wir feststellen, ob das überhaupt Fehler sind. Ne? Oder vielleicht sagen, nee, das ist so, das war so geplant, das gehört so. Ne? Die Item-ID in der URL, können wir sagen, dass jemand das im Bug hält. Nein, gehört so, ist Joomla. Ne? Noch. So, der Idealfall ist natürlich, dass ein Fehler nur dann als Fehler anerkannt wird, wenn es einen Test gibt, der eigentlich funktionieren sollte, es aber nicht tut. Weil wir einen Fehler haben. Das ist der Idealfall. Ja? Das heißt, normalerweise sollten wir jetzt dahin gehen, wenn sobald ein Fehler gemeldet wird, einen Test schreiben und dann ist gut. So, so ein Test würde dann auch zeigen, dass der Fix funktioniert. Wir hätten also automatisch auch den Test für diesen Fix. Ja, aber leider ist Joomla in vielen Bereichen noch so verknuddelt, dass wir das nicht immer so problemlos ohne weiteres können. Geht nicht. Es ist so nicht richtig. Man kann immer testen, aber manchmal ist das so aufwendig. In der Zeit hätte ich den wahrscheinlich schon 10 Mal anders gefixt, bevor ich da einen Test geschrieben habe, der das überhaupt verifiziert. Ja, was aber nicht heißt, dass wir Joomla nicht hinkriegen müssen, dass das so einfach testbar wird. Ja, weil wir haben zum Beispiel, ich hatte das Google Summer of Code Projekt für dieses Jahr vorgeschlagen, einen Editor, eine spezielle Syntax, Gherkin heißt die, die gibt es also schon, mit der man Tests in Normalsprache, fast Normalsprache formulieren kann. Ja, das heißt zum Beispiel, as an admin, given I'm on the article page, when I click on this button, then I expect this to happen. Ja, wird so in Englisch beschrieben. Es gibt ein paar vorformulierte Sätze, die würden dann auf schon bestehende Testmethoden zurückgreifen. Und andere Sätze, die neu wären, müsste man dann die Testmethode dafür schreiben, die das tut. Ja, zum Beispiel, wenn ich auf diesen Button drücke. Ja, das ist vielleicht noch nicht eingebaut. Dann merkt man das, dann wird er irgendwie highgeleitet und die Kennzeichen sagen, okay, das gibt es auch nicht, kriegen hier einen Alarm, müssen wir noch schnell schreiben. Und dann haben wir schon den Test. Und das könnte man theoretisch automatisch im Tracker machen. Leider ist dieses Projekt hier im Sommer nicht zum Zuge gekommen. Ich versuche es aber nächstes Jahr nochmal. Weil ich finde das einfach so genial, dass derjenige, der den Fehler beschreibt, ja sowieso aufschreiben muss, wie man den reproduziert. Und wenn er das gleich in Gherkin aufschreibt, dann haben wir schon den Test. Das wäre der Idealfall. Da möchte ich gerne hin. Na, aber solange das nicht existiert, müssen wir immer noch selber nachgucken. Und das bedeutet, dass wir zwei Leute brauchen, die sagen... Ich denke, die Automated Testing Team has left Gherkin. It's not possible to leave Gherkin. You need it. I think it's automated testing. Then I have to change it. Yeah, because that's the only possibility. Aber du verstehst Deutsch, ne? Das ist die einzige Möglichkeit, so ein Tool zu bauen, dass ein normaler Benutzer, der eben nur Englisch kann, Tests schreiben kann. Ja? Dass wir diesen Aufwand, der dahinter steckt, minimieren. Das ist das, worum es geht. Und da kommen wir um Gherkin nicht herum. Es gibt nichts Besseres dafür. Ja? Und selbst wenn Sie das jetzt im Augenblick sagen, gut, für die Tests, die wir schreiben, benutzen wir kein Gherkin, weil wir benutzen immer noch Conception. Und Conception kann Gherkin. Also machen wir damit nichts kaputt. Wir brauchen keine neue Infrastruktur dafür. Then there's an issue with the automated testing. Also
wie gesagt, wenn es da Probleme gibt, ich habe da eigentlich nichts, ich bin das selber Mitglied im Automated Testing. Wenn da irgendwelche Probleme gibt, die lösen wir. Ja, also daran soll es nicht scheitern. Gut. Aber wir sorgen dann auch natürlich dafür, dass die Sachen, die dringend sind, auch entsprechend die Dringlichkeit hochgestuft bekommen oder auch nicht. Ja, wir können auch sagen, dass das Ding ist, es gibt dafür einen Workaround, dann ist es zum Beispiel nicht wichtig, dass der schnell behoben wird. Aber es gibt so sogenannte Release-Blocker, die zum Beispiel 3.8 daran gehindert haben, Release zu werden. Da müssen wir uns sofort drum kümmern. Ne? Und solche, diese Einstufung nehmen wir auch vor. So, dann ist das Wichtige natürlich auch, dafür zu sorgen, dass die Fehler behoben werden. Aber das meine nicht wir, sondern die den Scheißer verbrochen haben. Ja, weil sonst lernen die nichts. Ja, sonst kommen die auch immer wieder mit demselben Kram an. Aber wenn sie das selber in Ordnung bringen müssen, machen sie es nicht immer gleich ordentlich. Hört sich jetzt ein bisschen sehr strikt an, aber wie gesagt, ich bin Code-Nazi. So, oft sind die dazu gar nicht fähig, die Tests zu schreiben. Weil viele Leute können zwar PHP programmieren, haben aber keine Idee davon, wie man ordentliche Tests macht. Dann helfen wir denen natürlich. Ja, wir lassen sie ja nicht alleine. Ja, aber ich sehe uns eher als der Coach, der die Leute vorwärts bringt. Und nicht den Dreck, der den sie wieder wegmacht. Ja, das ist nicht so unsere Aufgabe. Ja, und wenn die das nicht hinkriegen, gut, dann machen wir das. Ja, wenn die sagen, okay, nee, also ich kriege den Fehler einfach nicht in den Griff. Dann lassen sie natürlich auch nicht alleine stehen, sondern dann greifen wir ein. So, und dann müssen diese ganzen Issues auf dem Tracker ja auch nochmal verfolgt werden, weil viele stehen da seit Jahren, ohne dass sich da irgendjemand drum gekümmert hat. Das ist auch kein haltbarer Zustand. Also, was machen wir? Wir gucken nach, und wenn irgendwas da mal ins Stocken gerät, gucken wir nach, warum. Vielleicht ist das Ding ja, hat sich erledigt, weil wir haben inzwischen 3 neue Versionen und seither nicht mehr aufgetreten. Dann schließen wir den einfach. Ja, wenn das nochmal auftaucht, wird sich schon mal jemand melden. Manchmal ist es aber auch etwas, da hängt schon lange ein Pull-Request dran und da hat sich keiner drum gekümmert, weil er nicht 2 Tester bekommen hat oder was. Dann müssen wir sehen, dass wir den irgendwie wieder auf Vordermann kriegen. Dass der so aktualisiert wird, dass er in den aktuellen Code passt. Und dass wir eben dafür sorgen, dass das Ding getestet wird. Ein bisschen promoten mit Twitter und so weiter. Also dieser Test braucht man ein bisschen, dieser Patch braucht ein bisschen Tests. Na, also wir wollen versuchen, eben das wieder alles dann wieder auf die Reihe zu kriegen. Das funktioniert natürlich nicht ganz so gut, wie ich das gerne hätte. Kann es wahrscheinlich auch gar nicht, aber wir arbeiten dran. So, dann müssen Sachen getestet werden. Im Augenblick brauchen wir 2 Tests von Menschen, die sagen, bei mir geht's. Wir haben aber keine Kontrolle darüber, wie gut und wie tief die das tatsächlich testen. Im Prinzip kann man so den Aufruf einfach sagen, ja, ich habe das positiv getestet, und gut, würden wir nicht merken. Ist natürlich schlecht, wenn man Qualität sicherstellen will. Na, aber das muss eben so sein. Aber was wir auch eben wollen, ist deswegen, und wir haben gerade auch wieder 2 Google Summer of Code Projekte in dem Bereich gehabt, die uns erlauben, eben Automated Testing sehr stark auszuweiten. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Tool gebaut, ich habe das gementort, wir nennen das PR Testing Plattform. Da geht man drauf und sucht sich ein PR aus. Irgendwas im Pull Request, also einen Änderungsvorschlag. Und kann ihn dann testen. Man kriegt dann 2 Installationen, einmal mit und einmal ohne Patch, zum Vergleich. Und dann kann man sagen, okay, hier ist das jetzt so, wie es sein soll. Das heißt, man kann in Zukunft dann diese Sachen testen, ohne eine eigene Installation dafür machen zu müssen. Ja, wenn es eine bestimmte PHP-Version gibt, sagen wir, dieses Problem taucht nur auf PHP 5.6 auf. Meine Maschine ist aber schon auf 7.1. Ja, dann kann ich diese 5.6 nicht mehr so einfach testen auf meiner Maschine. Ne? Mit diesem Tool ist das dann kein Problem. Und dieses Tool existiert und es ist, wir werden das wahrscheinlich, in der nächsten Woche haben wir extra ein Code-Sprint, wo wir daran arbeiten, dass wir spätestens bis zur Weltkonferenz in Rom online haben. Dass man das tatsächlich benutzen kann. Und dann könnte man, also bisher haben wir da zwar nur ein Apache drin, wir können aber verschiedene PHP-Versionen machen, zurzeit nur MySQL, aber andere sind auch möglich, von der Technik her, dass wir da beliebige Kombinationen durchchecken können.
ohne dass man das halt selber installieren muss und sich irgendwie, wie kriegt das denn jetzt zum Laufen? Ne? Darf man das nicht, dann muss das auch kein Tooler nicht testen und schon hat man keine Lust mehr, macht das nie wieder. So, und was dann nachher hier an, an Möglichkeiten gibt, die dann geschaltet werden müssen, werden letztlich definiert darüber, was das Product-Team sagt, das Leader, die Leadership sagt, Joomla muss kompatibel sein zu den und den und den Versionen von dem und dem und dem. Ne, darüber wird dann definiert, welche Möglichkeiten es da zum Einstellen gibt. Aber das Ding, wie gesagt, das haben wir in diesem Sommer so praktisch fertig gekriegt und wir müssen das jetzt nur in die Joomla-Infrastruktur noch integrieren. So, und dann kommt das, was ich eigentlich am wichtigsten finde, Fehler verhindern, dass sie gar nicht erst passieren. Ja? Das heißt, wir möchten gerne mit diesen einzelnen Entwicklungsteams so zusammenarbeiten, dass sie ihnen helfen, eine Test-First-Kultur zu entwickeln. Das heißt, man schreibt erst den Test, dann schreibt man die Software, die diesen Test grün macht. Ja, wie sich das gehört. Wie wir das eben schon vor 30 Jahren gelernt haben. Ne? Oder? Ja, wie sich das gehört. Wir nannten das früher anders, aber das ist genau das. Ja, dass man sich vorher klar ist, was soll das sein, was ist mein gewünschtes Ergebnis und nur den Code schreibt, den man braucht, um das zu erreichen. Kein Block mehr, keine Zeile, die nicht benötigt wird. Jetzt ist viel Code da, den man sich gut hätte sparen können. Weil man sagt, ah, da könnte noch eine Eventualität. Nein, ist nicht. Der Test ist grün, hat alles erledigt. Ne? Wenn eine neue Anforderung kommt, brauche ich einen neuen Test, der diese Anforderung beschreibt. Guck nach, ist noch nicht erfüllt, weil der Test ist rot. Ich mache so viel Code, wie nötig ist, dass der grün wird. Fertig. Dann ist es wirklich fertig. Ja? Denn diese Fehler zu finden während der Entwicklung ist halt der billigste und der effektivste Weg auf fehlerfreie Software. Wobei man dazu sagen muss, fehlerfreie Software gibt es naturgemäß nicht. Es gibt einen mathematischen Beweis dafür, dass eine Software, die etwas Sinnvolles tut, nicht fehlerfrei ist. Ja? Nee, ich habe das im ersten Semester gelernt an der Uni. Das gibt einen mathematischen Beweis. Das ist tatsächlich so. So, was dann natürlich ganz wichtig ist, weil das so ein Riesenerfolg war, ist, dass wir diese Pizzapack and Fun Events weltweit hauptsächlich von den User Groups unterstützen. Auf jeden Fall, wenn wir uns rechtzeitig Bescheid sagen über unsere Kommunikationskanäle wie GLIP, dass wir da sind und helfen beim Einrichten, bei Fragen helfen und so weiter und so fort. Und wenn irgend möglich, dass wir dann auch anwesend sind. Ja? Im Prinzip müssten wir hier auch eine Session haben dazu, ne, weil das auch dazu gehört. Ne, weil rund um ein Joomla Day ist halt eine perfekte Gelegenheit eigentlich, weil viele Leute da sind, für die das auch neu ist, die man da mal gut reinführen könnte. Ne, das wird in Zukunft auch alles verstärkt getan werden. Ne, und wenn wir, wie gesagt, rechtzeitig genug Bescheid kriegen, dass ich ein paar Leute zusammentrommeln kann, sind wir auch da und helfen gerne. So, wir sind auf dem Volunteersportal unter Bugspot zu finden. Es gibt dort auch ein Portal auf Docs, wo mehrere Dokumente zu Bugspot stehen. Auf der Infoseite steht dann auch genau die Aufmerksamkeit, mehr oder weniger das, was ich hier erzählt habe, was die Aufgabe der Mitglieder der Bugspot ist. Weil Mitglieder der Bugspot haben ja auch Stimmrecht bei den Wahlprozessen innerhalb von Joomla. Und im Gegensatz zu früher ist es heute so, dass man sich den Platz in der Bugspot verdienen muss. Ja? Früher brauchte man nur sagen, ich habe mal was auf dem Trecker gemacht, ich möchte Mitglied sein. Und man wurde dann auch reingenommen. Na, ich habe gerade letzte Woche erst 13 Leute wieder rausgeworfen, weil die letzten 3 Monate genau gar nichts gemacht haben. Na, und das ist auch im Moment erstmal so das Maß, na, dass man, wer die letzten 3 Monate nichts gemacht hat, ist draußen. Auf der anderen Seite haben wir ein verdientes Mitglied, Franz Wohlkönig, eingeladen, Mitglied zu werden. Er ist auch jetzt offiziell Mitglied, weil der so eine hervorragende Arbeit auf dem Tracker leistet. Ich glaube, der macht den ganzen Tag nichts anderes. Ich weiß nicht, wann der ist, wo er schläft. Der Typ ist irre. Ja? Aber im positiven Sinne. Ja, und das soll halt dann so sein, dass die Mitgliedschaft in der Bugspot letztlich eine Art Incentive ist, eine Belohnung dafür, dass man für diesen Part so viel Arbeit leistet. So, dann haben wir unseren Issue-Tracker, den kennt ihr natürlich alle, oder? Ja, arbeitet ihr täglich mit? Jeden Tag ein Pull-Request bearbeiten, durchtesten? Ja, eine der Woche würde mir schon reichen.
Na, eine Woche einfach mal nehmen und machen. Einfach rein. Am besten mal von hinten, die Ältesten. Ja? So, dann gibt es die Patch-Tester-Komponente, die man auf einer lokalen Installation machen kann, wenn man sein eigenes Tool installiert hat. Man muss sich diese Komponente runterladen. Und die holt dann von GitHub jeweils immer ein so ein Pull-Request, installiert das lokal, dass man das testen kann und schmeißt die auch wieder raus, wenn man fertig ist. Das ist ein ganz praktisches Tool, um da einfach mal ein paar Sachen abzuhacken. Das wird aber mehr oder weniger obsolet, wenn wir das neue System online haben. Ja, weil das flexibler ist und ohne eigene Installation arbeitet. Ja, ich weiß nicht, ob wir den dann noch brauchen. Aber das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass wenn wir das um Björn zum Beispiel wieder so machen, eine Session dazu, dass wir dann die Kinderleitung brauchen, weil alle auch schon Docker Server drauf müssen, um die Sachen zugreifen zu können. Weil es ja wohl zentral auf einem Server alles liegt. Richtig, womit du jetzt genau gezeigt hast, warum wir den Donner brauchen werden. Gut. Ja. Gut, ja, das auch erzählt, ja, ist richtig. Oder muss ich halt überlegen, wie man so ein Ding halt lokal vor Ort aufzieht. Ja, du brauchst ja die Verbindung zu GitHub. Die brauchst du ja in beiden Fällen. Ja, aber die Frage ist, wo ich ihn locker laufen lasse. Ob ich ja. Den Server lokal laufen. Ja, aber die Frage ist, kriegst du eine Gruppe von 20 Neulingen dazu, Docker zu installieren auf ihrem Windows-Rechner? Nee, ist die Frage, ob wir ein Referenznetzwerk quasi ein Server bereitstellen, dass wir nicht alles über die Internetleitung pumpen müssen, weil hier hätten wir jetzt ein Problem gehabt am Wochenende. Die Sachen von GitHub zu ziehen wäre kein Problem gewesen. Das wäre ja im Verhältnis Teil des Datens gewesen, aber wenn jeder zum Testen auf den Docker-Server zugreifen wird, muss. Ich habe das im Hinterkopf, wenn wir jetzt daran arbeiten, wie wir das ins Netzwerk integrieren. Das ist eine gute Idee, ja. Ich behalte das mal im Kopf. So, Clips sind wir zu erreichen in zwei Gruppen. Es gibt eine, da kann jeder rein. Das ist auch dafür da, dass sie da rein soll und uns erreichen kann. Die Bugsport-Team ist nur für Team-Internas. Ja, also wenn wir entscheiden, wen wir rausschmeißen und wen wir einladen. Solche Geschichten. Ja, das heißt, das ist mit Absicht nicht publik, weil manchmal ist jemand Kandidat, rausgeschmissen zu werden. Das hat aber einen guten Grund, dass er vielleicht drei Monate nichts gemacht hat. Weil er vielleicht gerade vorübergehend dann an Joomla 4 extrem viel gemacht hat oder so, ja, dann muss man nämlich gleich den Fuß abhacken deswegen. Na, wir wollen ja gerne immer nett sein. So, auf GitHub sind das die Repos, die wir mehr oder weniger zu beobachten haben. Na, also überall, wo sich da was tut, da müssen wir dann entsprechend auch eingreifen. So, gibt es dazu Fragen? Guckst du dir am besten welche an von denen, die schon da sind, weil das sind schon ganz Menge da. Weil es unterscheidet sich in Joomla nicht wesentlich von denen, was in anderen Projekten macht. Und das ist nicht in Verfügung erklärt. Deshalb muss ich dir das einfach mal so ans Herz legen, dass du dir das einfach mal anguckst und guckst, wie die aussehen. Die sind wirklich nicht schwierig. Weil im Prinzip, wenn du irgendwas Neues baust, eine Funktion entwickelst, dann schreibst du dir auch ein Stück PHP-Skript, dass die ausführt, damit du siehst, ob die das tut. Das ist im Prinzip der Test. Wenn du das in die richtige Klasse reinpackst und in den richtigen Namen gehst, dann wird das automatisch ausgeführt. Also viel mehr Arbeit ist es nicht. Ja? Normalerweise machst du das eh, wenn du entwickelst, weil du die Ausgabe sehen willst von deiner Funktion. Ja? Und ein Test macht eigentlich nichts anderes. Nur eben automatisiert in einer wohl definierten Umgebung. Ja, ja, die Not really. It could, but it's not. Yeah, it's completely separate because they have to deal with disclosure agreements and all that stuff. We don't. We can talk about everything we do, and most of our people will. So it's better not to show them what they are working on. So the security strike team is a team of its own. It's a very specialized team, only dealing with security issues, not with normal stuff. So there's a reason for separating that, and it's good. Okay, weiter? Gut, dann sage ich vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Und ihr wart euch alle auf dem Trecker, ne?